Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr zuschaut. Ja, und herzlich willkommen zum Teil 2 hier meiner Batterie. Den Teil 1, wo ich das Gehäuse gebaut habe und die Batteriezellen installiert habe, könnt ihr euch natürlich auch anschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Ja, ich möchte heute dieses 250 Ampere BMS ja, anschließen, verkabeln, montieren und ja, ihr seid dabei. Viel Spaß. Ja, ich habe mir hier so eine Halterung gebaut. Da will ich das ja, BMS drauf verschrauben und das werde ich jetzt machen. Ich habe da schon Gewinde reingebohrt und jetzt kann ich das Teil eigentlich hier verschrauben. Nun, das ist schon mal schön fest hier mit dem Gehäuse. Als nächstes habe ich mir gedacht, ich mache mir hier so einen Kabelkanal hin und habe mir auch schon mal hier Gewindelöcher reingeschnitten. Und ja, da schraube ich jetzt hier diesen Kabelkanal fest. Da kann ich nämlich schön meine Leitungen reinlegen, dass das auch ein bisschen ja, geordnet aussieht, weil ich habe in den meisten Videos immer gesehen, dass sie die einfach wahllos hier über den Zellen verlegt haben. Das gefiel mir persönlich jetzt nicht so gut. Und deswegen habe ich mir das hier so hier ausgedacht. Ich denke mal, das ist eigentlich eine simple, einfache Geschichte und müsste dann auch einigermaßen aussehen. Ja, als nächstes zeichne ich mir hier mal meine Ausgangslöcher an, wo ich später meine Bohrungen benötige, um die Kabel rauszulegen. So, dasselbe noch mal auf der anderen Seite. Aber ich kann ja eigentlich gerade durchbohren. Dann passt das ja auch. Gut, dann schraube ich das mal wieder ab. Nun, die Löcher sind gebohrt. Und ja, dann können wir jetzt eigentlich mit dem Kabelverlegen loslegen. So, ich krimp mir jetzt hier an mein schwarzes Kabel hier so ein. Na, wo habe ich sie denn? Ach. So, hier so ein Laschen. So eine Öse, die krimpe ich mir jetzt hier mit dabei, weil das ist das erste Minus und da kommt auch das erste kleine Minuskabel dran. Gut, als nächstes schauen wir mal auf den Plan, wie es weitergeht. Ja, als nächstes geht es weiter mit dem ersten Roden an den ersten Pluspol. Und wie wir sehen, reicht das Kabel mir nicht. Deswegen habe ich mir das schon gedacht und habe mir schon in meinem Vorfeld noch rotes Kabel gekauft, damit ich das verlängern kann. Aber ich glaube, das ist nur beim ersten und beim bei der letzten Zelle hier in meinem Konstrukt, glaube ich, das Problem. Ansonsten dürfte das eigentlich von der Kabellänge her überall passen. Verlängern tue ich das hier mit den Teilen hier. Dann kann man das wunderbar machen. Jawohl. Sehr gut. Ja, dann stecken wir das hier wieder durch. Der Rest verschwindet im Kabelkanal. Nun, jetzt mache ich hier nochmal die nächste Öse dran. Die kommt jetzt hier dran und dann hangeln wir uns hier an den Pluspolen immer diagonal bis hier hinten hindurch. Und dann ist das eigentlich schon alles angeschlossen.
Nun, ich habe alle Zellen angeschlossen, mit den Pluspolen verbunden. Habe auch schon mein BMS ausprobiert. Funktioniert wunderbar, also jede Zelle wurde erkannt. Wichtig nochmal ist, zum Aktivieren des BMS müsst ihr hier auf diesen kleinen Knopf drücken. Also zumindest ist das hier bei dem DALI BMS so. Und dann wird der auch, also der Bluetooth-Dongle hier, der wird dann erkannt. Und dann könnt ihr mit der App drauf zugreifen. Aber das zeige ich euch natürlich auch noch, was man da in der App alles sehen kann. So, als nächstes, wo habe ich ihn rumliegen? Mein Balancer. Hatten wir gerade noch in der Hand. Aber wie das so ist, ja, ist er weg. Ja, da habe ich meinen Balancer liegen. Das ist das nächste Kabelpaket, wo ich auch wieder jede Zelle mit verbinden muss, wo natürlich nachher auch dieser Stromausgleich kommt. Dieser Balancer hat eine maximale Stromstärke von 1 Ampere, also der schickt 1 Ampere in die Zelle. Das ist relativ wenig, habe ich jetzt mittlerweile mitbekommen. Das wird dann relativ lang dauern, wenn man jetzt ein Ungleichgewicht in den Zellen hat. Aber da meine relativ ausgeglichen sind, denke ich mal, reicht das vollkommen dann aus. Ja, den werde ich jetzt mal noch installieren. Ist im Prinzip genauso wie anders auch. Also das heißt, ich brauche das jetzt hier nicht nochmal zeigen. Ich zeige es nachher dann, wenn es fertig ist. Also das heißt auch wieder überall die Ösen dran und auch wieder verschrauben. Ja. Okay, bis gleich. Nun, ich bin soweit fertig hier mit meiner Arbeit. Ich habe jetzt den Balancer auch installiert, den habe ich einfach mit Kabelbinder einfach montiert hier auf meinem Kabelkanal. Habe mir gedacht, das ist die einfachste Lösung, wenn ich später mal irgendwas mal wieder an Zellen ausbauen muss, wenn irgendeine kaputt sein sollte, so dass ich auch wieder relativ schnell an die Zellen drankomme. Ja, alles in allem ist es halt, es ist ein bisschen Arbeit, das alles zu machen, aber irgendwie macht es auch Spaß. Ja. Also mich hat es auf jeden Fall entspannt, man muss sich halt Zeit dabei lassen, kein Stress und so, und dann ist es echt eine tolle Sache. So, ja, als nächstes werde ich dann hier meine Stromschiene installieren und dann werde ich natürlich die ganzen dicken Batteriekabel an die Stromschiene packen. Das ist jetzt mal meine nächste Aufgabe und zum Wechselrichter hin. Ja, jetzt gucken wir uns mal kurz noch die App an, weil ihr seht ja diesen Balancer. Der ist ja so schön eifrig am Blinken. Und der gleicht jetzt natürlich die Zellspannung schon schön aus. Und das macht er auch ohne, dass man dass man irgendwas am Laden ist oder so. Das macht er ganz automatisch, wenn man in der App quasi das richtig eingestellt hat. Und ja, das möchte ich euch gerne hier noch zeigen. Als allererstes, wenn die App geöffnet ist, muss ich dann natürlich jetzt erstmal schauen, welchen Bluetooth-Adapter habe ich denn dran. Also ich weiß es jetzt schon, dass der 3006 zum Beispiel ist das BMS und der mit der Endnummer 0438, das ist jetzt in dem Fall der Balancer. So, jetzt gehen wir als allererstes mal auf das BMS. Das BMS zeigt mir die Spannung an. Strom, der aktuell gezogen wird oder geladen wird, ist 0. Ich habe hier noch nichts angeschlossen und die Leistung ist auch 0. So, jetzt kann ich natürlich hier noch einige Werte sehen. Er zeigt mir jetzt Laden an, weil quasi mein Balancer hin und her lädt und quasi entlädt. Deswegen zeigt er mir das hier an, obwohl eigentlich nichts geladen wird. Also der Balancer, wenn eine gewisse Spannung erreicht ist, die man im Balancer einstellt, dann fängt er an auszugleichen. Also das macht er vollautomatisch, dafür muss nichts geladen werden. So, jetzt habe ich hier unten meine Anzahl der Zellen stehen. Wenn ich alles richtig angeschlossen habe, der zeigt mir die niedrigste Spannung an. Das ist die mit der Nummer 4 und die mit der höchsten Spannung, das ist die Nummer 8. So, unten habe ich einfach drei Anzeigen, noch Statusanzeige, aktiver Ausgleich und Parametereinstellungen. Der aktive Ausgleich funktioniert natürlich beim BMS nicht. Da brauchen wir gar nicht draufklicken. Der funktioniert nur beim Balancer. Dafür muss ich aber den anderen Bluetooth Adapter anwählen. So, jetzt gehe ich hier in Parametereinstellungen, da gebe ich halt so Sachen ein, wie was hat die Batterie für eine Leistung, also die Zelle, wie viel Amperestunden gebe ich da ein.
Ich gebe ein, wann die abschalten soll hier, meine Ladung. Ich gebe auch an, wann, wenn die Batterie leer gesaugt wird, ab wann dann auch das BMS abschaltet. Das gebe ich hier so ein, Gesamtspannung und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich noch die Möglichkeit Einstellung BMS, Anzahl der Port, 16 Zellen wird automatisch erkannt und Temperaturschutz kann ich noch angeben. Also das kann ich alles da so einstellen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dann hier im BMS nur machen muss. Also ich muss natürlich wissen, was habe ich für eine Zelle. Ja, das weiß ich natürlich, weil ich weiß das. Aber jeder andere, der sich sowas bauen will, sollte sich da richtig informieren. So, dann gehe ich hier zurück und dann gehe ich jetzt hier auf meinen anderen Adapter, der oder vielmehr der Balancer. So, der zeigt mir auch die Spannung an. Der hat jetzt eine Temperatur von 44 Grad, der Balancer, weil der natürlich auch am Arbeiten ist. Und ja, ab und zu springen dann die Zellen mal hin und her, je nachdem, wo jetzt gerade mal Strom abgezogen wird oder Strom draufgegeben wird. So, und hier unten habe ich jetzt ja den aktiven Ausgleich, da klicke ich jetzt mal drauf. Wenn ich da auf Ausführen gebe, ja, wenn ihr das zum ersten Mal macht, wird der nach einem Passwort fragen. Das Passwort ist 123456, ist voreingestellt. Ich brauche es nicht mehr machen, weil ich es ja schon mal bestätigt habe. So, Balancen ist eingeschaltet, seht ihr oben. Aktuell wird der Stromausgleich mit minus 0,9 war es gerade, jetzt ist es minus 0,7. Ich habe jetzt 8 Zellen in Gleichgewichtslage von den 16, die schon ungefähr dieselbe Spannung haben. Hier kann ich natürlich alles einstellen, Strom ausgleichen mit 1 Ampere, mehr geht leider nicht. Anzahl der Batteriestränge 16. Ja, dann die Temperaturen, ist ja auch ein Temperaturfühler dabei in dem Balancer. Habt ihr ja gesehen. So, ausgeglichene Differenzspannung. Das ist so das Ding, das ist hier der Minimalwert, der hier eingestellt ist, das heißt 0,02 Volt. Und desto höher ihr das eingestellt habt, umso weniger tut das BMS natürlich, der Balancer natürlich nicht ausgleichen. Also ihr müsst den Wert so niedrig wie möglich stellen, dann fängt er schon bei den kleinsten, ja, Spannungen an auszugleichen. Ausgeglichene Öffnungsspannung ist da, wo du quasi dem Balancer sagst, wenn die Zellen 3,2 Volt überschritten haben, dann kannst du anfangen mit dem Ausgleich. So, und dann auch wieder Zellenspannung, Schutzabschaltung und Schutzabschaltung Minimum, Maximum. Ja, das gibt man da. Das war's eigentlich schon. Mehr braucht man hier eigentlich gar nicht einstellen und dann arbeitet das System von alleine. Ja, und da bin ich hier am Ende meines Videos Teil 2 angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch hier einiges zeigen und würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr den Daumen hoch anklickt und natürlich ein Abo dalasst, damit ihr kein Video von mir verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zu meinem nächsten Video. Tschüss.